Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung einer Brand News Box. Mein Name ist Dennis und es geht um die Brand News Box 2013 und zwar November 2013. Ihr seht schon, wir machen das immer im Zwei-Monats-Rhythmus. Warum, haben wir selber auch noch nicht ganz rausgefunden, wenn ich von wir spreche. Dann begrüße ich ganz recht herzlich den Sven. Hallo Sven. Ja, hallo. Ich bin ja famous. Ich war ja in diesem Highlight-Video oft vertreten. Ja, oft vertreten. Es war auch ziemlich lecker, müssen wir ja einfach mal festhalten. Und wir sind gespannt, was wir in der Novemberbox haben. Wir haben uns diesmal überlegt, wir machen es ein bisschen anders. Sonst haben wir ja immer direkt, nachdem die Box kam, die Produkte vorgestellt, Sven. Und diesmal haben wir es so gemacht, wir haben erstmal ein paar Tage gewartet, haben uns erstmal ein bisschen durchgefuttert, ein bisschen durchgetestet und haben gedacht, das ist dann vielleicht natürlich für die Leute noch interessanter. Und ich habe hier als erstes die Funny Frisch Kesselchips, Sweet Chili und Red Pepper. Die habe ich auch gekriegt. Das sind genau die schlechtesten von allen vier. Nein! Vier Sorten davon. Nein, die Kesselchips, die haben mir super geschmeckt. Ja, also, die schmecken noch besser. Ich hatten wir nicht auch schon mal, waren nicht in einer anderen Box auch schon mal andere Kesselchips? Nee, das waren Chio Chili irgendwas. Weil Sweet Chili und Red Pepper, das ist ja genau mein Geschmack. Ich esse ja gerne so ein bisschen scharf. Und sie haben mir sehr gut geschmeckt. Kosten normalerweise 1,99, gibt's aber auch schon seit Mai 2012. Also jetzt nicht ganz so eine Produktneuheit. Nee, kenne ich auch schon. Genau, nur die Sorte habe ich noch nicht vergessen. War wieder perfekt. Weißt du denn, was wie die anderen Sorten-Dinger heißen? Einmal mit Bacon, Roast Bacon, sehr lecker. Dann einmal Rosmarin mit Salz, auch sehr lecker. Und einmal Essig mit Salz. Auch also sehr lecker. Vom reinen Anhören her würde ich sagen, Kesselchips, Sweet Chili und Red Pepper wären da meine Favoriten. Bacon sind richtig lecker. Schmecken wie Frühstücksbacon. So kross. Bacon geht ja immer. Als nächstes habe ich hier die Lindt-Schokolade, dunkle Schokolade. Ich habe letztens von meiner Freundin noch geschenkt gekriegt, auch die von Lindt, Strawberry Cheesecake. Ich muss sagen, aber hier diese Dark Chocolate, die hat mir noch besser geschmeckt. Echt, total, ich finde sie overrated. Also ich fand die letzte Mal besser, vor zwei Monaten. Wie ist, war das dieses Nougat-Nusscreme? Oh, ich bin ja nicht so der Nougat-Mann, ne? Ich auch nicht. Es geht, aber für 220? No, really. Ja, für 100 Gramm ist ja auch momentan die ganzen Nikoläuse und so, ne? Das ist schon pro 100, wenn man das pro 100 Gramm rechnet, sehr teuer, aber Lindt Hello Dark Chocolate Cookie so richtig schön auf der Zunge zergehen lassen, hat mir sehr gemundet. Ich bin aber auch ein großer Fan von dunkler Schokolade an sich, also ja, darf ruhig ein bisschen herber, ein bisschen bitterer sein. Das ist das Coole. Habe ich hier das Schoko-Studentenfutter. Habe ich noch nicht probiert, weil ich habe immer noch das offen in der Box von vor zwei Monaten oder so. Nein, das habe ich sofort auch vergessen, seit ich diese beschissene Box hier mal kriege. Okay. Die andere schmeckt besser, aber das davor. Da war Vollmilchschokolade und jetzt ist normale Schoko. Okay, also die andere habe ich nämlich noch am Nachttisch stehen. Die ist immer noch nicht leer. Deswegen habe ich das hier noch nicht probiert. Dann Cappuccino. Bist du Cappuccino-Trinker, Sven? Ich bin in letzter Zeit Kaffeetrinker geworden. Das ist unglaublich, ja. Ich habe mir sogar eine Tassimo gekauft. Aber das schmeckt nicht. Ich mag diesen Löffelkaffee nicht. Das ist ekelhaft. Instant-Kaffee, da muss ich auch dann höchstens wieder an meine Freundin verweisen. Aber wir haben noch so viele Melitta-Cappuccino hier. Okay. Ich habe dann hier Maggi. Und ich muss ja sagen, für mich bis jetzt das Produkt 2013, Sven, wir hatten es in einer der letzten Boxen, dieses Papyrus von Maggi. Ich bin absoluter Fan, habe seitdem auch schon diverse Mal gekauft. Gerade immer, wenn es irgendwo im Angebot ist, 79 Cent. Das finde ich echt sehr, sehr schön. Jetzt gibt es hier wieder was Neues. Und zwar ist das so saftig garen. Ich muss jetzt zugeben, ich habe noch keinen Schweinefilet, Rahmen, Gaffsam, Dingens gemacht. Ja, im Rahmen Ländchen muss ja auch nicht sein, oder? Schweineländchen, ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also diese Ofenbeutelsache kenne ich halt her. Meine Mama macht das schon mal in diesem Ofenbeutel ein Lachs. Also ein Lachs, also ein großes Lachsding, dann irgendwie Lauch und Möhren und alles mögliche mit rein. Und dann wirklich in diesen Beutel, in den Backofen. Das ist wirklich exzellent, weil die Flüssigkeit halt nicht verloren geht in diesem Beutel. Genau. Ne? Ich hab da immer auch mal saftig Braten gehabt, glaube ich. Mit Kartoffeln und das war gut. Aber ich hätte gerne das mit dem Schweinefilet lieber gehabt, aber das war leider bei mir nicht drin. Naja, werden wir mal im Auge halten. Ich denke mal, das wird ganz gut sein. Vielleicht werde ich das mal auf jeden Fall noch Richtung Weihnachten mal machen. Dann etwas, was mir nicht so geschmeckt hat. Ich bin aber auch nicht der große Mate-Trinker. Ist auch so ein bisschen, kann man sagen, Sven, das, ich würde sagen, ein In-Getränk. Ist Mate schon ein In-Getränk, ein Zähnegetränk von den ganzen Hippies und Hipstern? Studenten und Augustine dazu. Dann weißt du, das ist ein Student. Das völlig neue Geschmackserlebnis. Wie hat's dir geschmeckt? Boah, ich hab's getrunken, ne? Ist okay, aber ich kauf mir keinen Mate-Rotz.
Ja, würde ich mir jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal kaufen. Das ist sowieso eine neue Kategorie, Sven, die wir einführen sollten. Daumen nach oben heißt, würden wir nochmal kaufen. Daumen schräg nach oben vielleicht, Daumen in die Mitte, naja. Und dann einfach noch den Daumen nach unten heißt, wir würden es nicht kaufen. Also ich würde definitiv die Chips und die Schokolade nochmal kaufen. Das Studentenfutter muss ich mich noch enthalten. Aber das Mate-Zeug bei mir Daumen nach unten, das würde ich nicht nochmal kaufen. Also ich auch nicht. Also ich würde die Chips kaufen, die kaufe ich ja eh schon. Und Studentenfutter aber allgemein nur kaufen. Sven ist ja eh großer Chips-Experte. Also wer vielleicht mal Fragen hat zu neuen Chips. Und das Ding ist halt, ich esse sonst nie Chips, nur wenn es irgendwas Neues gibt. Okay. Also es gibt auch neue Lorenz-Chips. Mexikanisch, das schmeckt wie Chile con Carne. Oh, okay. Das wäre vielleicht was für ein Pferd. Gab's beim Rewe umsonst so Probepackung. Umsonst kann man das ja mal mitnehmen. So, Sven, ich habe mich gestern keine Zeit und Mühen gescheut, habe mich in die Küche gestellt, habe Hafercookies gebacken und ich dachte erst, das Schlimme war, mein Freund und ich saßen auf dem Sofa, ich war in irgendeiner Serie am Gucken und ich dachte, oh, jetzt holst du mal die Kekse, weil ich dachte, die wären schon fertig. Und dann sehe ich auf einmal, scheiße, das ist ja nur der Teig. Ich also in die Küche, Teig, ein Ei rein, Butter rein, Teig gemacht und dann so schön eingerollt. Das hat auch einigermaßen geklappt. Ich habe aber, glaube ich, ein bisschen zu viel Butter genommen. Und deswegen war der Teig ein bisschen flüssig. Ich kann aber mal eben, man sieht jetzt hier mal im Bild, wie meine Cookies dann aussahen, als sie fertig waren. Und sieht vielleicht nicht so schön aus, hat aber durchaus okay geschmeckt. Von mir gibt's hier so den Daumen schräg nach oben. Ich habe es noch nicht gemacht. Ist haferig, ne? Also schmeckt halt ein bisschen nach, ist jetzt nicht der klassische Cookie, wie man ihn vielleicht von Subway oder so kennt, aber durchaus lecker und die Schokostückchen, die holen natürlich etwas raus. Ich dachte, es wäre von Schneekoppe, gibt's das eigentlich noch? Schneekoppe! Gibt's das noch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das noch gibt. Das gibt's bestimmt nur so im Bioladen, so sieht das jedenfalls aus, finde ich. Weißt du, ich lese hier gerade bei Google, weißt du, wer Schneekoppe aufgekauft hat? Oh Gott. Der Seitenbacher. Wer ist das? Müsli, von dem Seitenbacher! Kenn ich nie. Der muss ich ja selber, muss ich ja mal googeln. Seitenbacher? Du verarschst mich doch gerade. Du kennst nicht die Seitenbacher-Werbung. Warte, Seitenbacher. Das Müsli, das war ein Witz, dass die übernommen worden sind. Aber du kennst doch jeder kennt doch die Seitenberger, aber die wird doch schon 8000 Mal verarscht im Internet. Nee, tut mir echt leid, du. Das ist, glaube ich, Radio. Du hörst kein Radio wahrscheinlich, ne? Ist die Werbung auch so aggressiv? Siehst du? Das ist das Müsli von dem Seitenbacher. Wenn du das nicht kennst, also auch lieber Sven. Einfach Frankfurt Forum, also. Da ist echt. Maulupenner. Oh, das sind aber hier Ausdrücke im Frankfurter Bereich. Siehst du. Jetzt noch eins der Highlights auf jeden Fall. Ich bin ja großer Fan von, wie heißt es? Pickup. Pickup ist ja eins meiner, oder fast mein Lieblings-Schokoladen-Essens-Süßigkeitsdingens. Und was auch verdammt lecker ist, hätte ich gar nicht so gedacht. Hier der De Breukeler-Keks. Und Keks. Wie man es spricht. K-E-X. Wie hat der dir geschmeckt? Und der hat ja auch so eine kleine Ecke, dass man keine Schokofinger kriegt. Ja, die Kekse sind halt, ja, kaufen mir sonst auch keine Kekse mit Schoko. Also, schmecken zwar, aber... Keks kriegt von mir den Daumen schräg nach oben. Wenn ich es irgendwo im Angebot sehe, würde ich es... Nein, ehrlich, dann würdest du es echt kaufen? Ja. Hier steht der normale Preis 1,29. Das finde ich jetzt irgendwo für 99 Cent oder so im Angebot. Das würde ich Keks mir auf jeden Fall mitnehmen. Krass, also ich hol's mir nicht. Ja. Ich bin, weiß ich nicht. Also was kriegt von dir den Daumen nach oben, Sven? Was wirst du dir nochmal kaufen? Kesselchips? Aber und allgemein Studentenfutter. Ah. Aber allgemein. Sind wir gespannt. Das war's für den November. Wir sind gespannt, was dann die Box Dezember auf sich hat. Und vielleicht hat der Sven bis dahin auch schon seine Backbox ordentlich ausprobiert. Da war ich ein bisschen enttäuscht, leider. Was ist ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Sven wird berichten, was er schon alles Schönes gebacken hat. Und ich sag danke. Kann ich mal einen Spoiler sagen? Man kann daraus nichts backen, außer Milka Muffins. Die habe ich schon gemacht. Wie, man kann daraus nichts backen? Ja, ich meine, also da waren Sachen drin, die kann man nicht... Was Geile war, was auch drin war, es war Margarine drin. Ah. Die brauchen wir doch zum Backen. Ja, aber da hat doch jeder zu Hause, Mensch. Ja, aber das wird doch jetzt auch wahrscheinlich hier ein Hipster sagen, ja, jeder hat doch Mate zu Hause. Ja, aber nicht die Mate. Ja, vielleicht auch nicht die Margarine. Ja, doch, diese berühmte, wie heißt die mit S? Nicht Rama, sondern das andere. Genau. Backen ist Liebe. Salella ist Backen. Richtig, genau. Die Seitenbacher. Jetzt guckst du dir erstmal bei YouTube hier das Seitenbacher-Müsli. Ja, ich bin total schockiert. Damit du überhaupt mal weißt, was das ist. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, danke.